Jo, hallo Freunde. Eine etwa 2 Kilometer lange Strecke von 22 mysteriösen aussehenden Strukturen wurde durch das Auftauen von Eis in der Antarktis entdeckt. Es wird spekuliert, dass es für die globale Elite, für einen eventuellen Dritten Weltkrieg oder sogar um einen Landeplatz für ankommende Außerirdische handelt. Experten sagen, dass die bizarren Bauwerke die Größe einer Kleinstadt haben und seit Jahren verdeckt unter dem Eis waren. Nördlich der Siedlung, tief in der Antarktis, da können die Temperaturen auf minus 90 Grad sinken, scheint es eine Landebahn zu geben. Und das gesamte Gebiet ist mit scheinbaren Fahrzeugspuren bedeckt. Ein Forscher, der sich mit unerklärlichen Dingen beschäftigt, hat diese Struktur mit Google Earth entdeckt. Er nimmt an, dass die von Menschenhand geschaffenen Bauwerke zu irgendwelchen Forschungszwecken benutzt werden könnten oder sogar noch benutzt werden. Er hat sich die Koordinaten genauer angeschaut und es wurden eine Reihe von Orten nach allen bekannten Forschungsstationen in der Antarktis durchsucht und tatsächlich ist die nächste norwegische Station 200 Meilen entfernt. Die Rede ist auch von einer Start- und Landebahn mit einer Art Operationszentrum. Die Entdeckung löste natürlich wieder eine Lawine von Verschwörungstheorien sowohl auf YouTube als auch in Foren aus. Die Theorien reichen von als Schutznuklearbunker für die reichen und mächtigen Elite der Welt oder bis hin zu einem alten außerirdischen Landeplatz, der jetzt für eine kommende Invasion aufgebaut wird. Naja, aber was denkst du, könnte das sein? Lass es mich in den Kommentaren oder im Discord wissen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Okay.